Wir sind jetzt hier auf der Wahlparty von Eva Maria Stange im Café Maximus. Frau Stange, wie geht es Ihnen nach dem Wahlergebnis? Mir geht es sehr gut. Wir haben ein gutes Wahlergebnis. Wir können nach anstrengenden Wochen durchatmen jetzt und uns über dieses Ergebnis freuen. Und von daher, morgen ist der neue Tag und morgen werden wir über den zweiten Wahlgang nachgehen, aber heute feiern wir erstmal. Ja, es ist ja auch schon gefeiert worden, angestoßen worden, geklatscht worden. Aber ist denn dieses Ergebnis schon so richtig ein Grund zum Feiern? Weil Herr Ulbich hat schon angekündigt, er zieht zurück und wo diese Wähler hinwandern, ist ja unklar. Doch, es ist ein Grund zum Feiern. Wir haben das erste Mal eine Konstellation für eine Oberbürgermeisterwahl, die ein breites Bündnis in der Stadt darstellt. Von der Wählervereinigung überparteilich über vier Parteien ist das wirklich das allererste Mal, dass es uns gelungen ist, auch Wähler hinter Zielen für die Entwicklung unserer Stadt zu vereinen, die man gemeinsam mit den Bürgern gestalten will. Und das, finde ich, ist es wert, auch über dieses erste Ergebnis, was ja auch einen deutlichen Vorsprung darstellt, erstmal sich zu freuen und dann zu gucken, wie stellen wir uns strategisch für den zweiten Wahlgang auf. Was glauben Sie, was muss da in den nächsten Wochen noch passieren, damit es dann im Anfang Juli für Sie reicht? Also erstmal muss ja definitiv klar sein, ob Herr Ulbich zurückzieht. Wenn das der Fall ist, dann geht es darum, auch die Wählerinnen und Wähler, die heute noch CDU gewählt haben, zu gewinnen. Denn Herr Ulbich hat ja unter anderem auch mit 5000 neuen Wohnungen, also mit einer neuen Wohnungsgesellschaft geworben, was Herr Hilbert ausdrücklich ausschließt. Und er hat mit guter Bildung in dieser Stadt geworben, wovon ich bei Herrn Hilbert so gut wie nichts gehört habe. Also es gibt viele Punkte, wo ich denke, dass wir auch Wählerinnen und Wähler der CDU gewinnen können, gemeinsam für Dresden etwas in die Zukunft zu gestalten und sich dann auch bei uns wiederzufinden. Das Kalkül ist ja wohl eher, dass die Wähler von Ulbich zu Hilbert rüberwandern. Sie sehen aber mehr Schnittmengen zwischen Ulbich und Stange. Also wie sich der Wähler entscheidet, das wissen Sie genauso gut wie ich. Das passiert in der Wahlkabine und ist uns unbekannt. Und keiner, auch wenn Herr Ulbich jetzt zurückzieht und die CDU werben würde, kann Wähler verpflichten, dann eine andere Partei zu wählen. Und meine größere Sorge ist, dass vielleicht Wähler zu Hause bleiben, also gar nicht zur Wahl gehen dann. Und gerade um die Wähler möchte ich gerne werben, denn ich glaube, auch hier haben wir noch Potenziale, auch wenn die Wahlbeteiligung diesmal deutlich höher gewesen ist, so befriedigt mich trotzdem das noch nicht, wenn nur etwas mehr als die Hälfte der Wahlbevölkerung wählen geht. Okay, aber heute ist erstmal ein Tag zum Feiern für Sie. Wie wird das heute noch passieren, heute Abend? Ja, wir werden jetzt mit unseren Freunden, mit den Unterstützern, mit der Wählervereinigung, mit meinem Mann, werden wir hier feiern und uns das einfach mal gut gehen lassen, die letzten Wochen ein bisschen auswerten, Revue passieren lassen und dann schauen wir in die Zukunft. Ja, vielen Dank, Frau Stange, und bitte. Wir geben zurück ins Studio.